Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mormons Smaragd Edition. Das ist, möchte ich sagen, dass ich so ein bisschen Halsschmerzen habe und deswegen vielleicht so ein bisschen komisch klinge, aber es ist gerade wieder Sonntag, last minute mal wieder. Und weil ich über der Woche einfach keine Zeit habe, Mormon aufzunehmen, ist ganz einfach so. Und ja, so viel zu meinen Entschuldigungen. Zweitens, ihr müsst ja glauben. Und drittens, ouch, ouch, there are holes in the ground here and there. I didn't notice and took a tumble from the floor above. Bin ich sehr traurig. Luke, we're here and there. If I show her how cool I am, she will fall for me. I know it. I know. I'll cream you and show her how cool I am. Sag doch noch tausendmal, wie cool du bist. Also how cool I am. Und dann glaubt man es dir vielleicht noch. Aber dessen bin ich mir auch nicht so ganz sicher, ob man das denn wirklich glaubt. Aber wie gesagt, man glaubt es nur vielleicht. Flammenwurf. Mit meinem Kopfhörer stimmt irgendwas nicht. Der knackt ganz komisch. Immer wenn ich spreche. Aber es könnte jetzt so. Ja, jetzt hat er, glaube ich, gerade aufgehört. Naja, zumindest ist Kitsune Level 33 und hat Bodyguard erlernt. Endlich kann Kitsune Bodyguard. Das sollte Kitsune schon immer können. Und jetzt kannst du es endlich. Traumwort. Ein Traum wurde wahr. Sage ich dazu nur. Ja? Los. Mach auf Zuckhieb, du besiegst es. Yay. Wir haben es geschafft. Geil. Ist cool. Hupsi. Naja, hupsi. Ein Hyperball. Das ist das, was wir unbedingt brauchen. So, und was ist mit dir? Memories of my darling Skitty. My eyes overflow thinking about it. Ach, du Arme. Na, wie geht's? This is no place for children, least of all you. Bin ich aber traurig. Und ich find's cool, auf Steam momentan waren ja, ist ja das Rockstar-Wochenende. Wenn die Folge rauskommt, ist es zwar schon vorbei, ungefähr eine Stunde, aber ich habe zugeschlagen und habe mir gleich mal Metro 2033 und Metro The Last Light gekauft. Dann war leider mein Konto alle. Nee, noch nicht alle. Ich hatte noch 4 Cent. Aber für Max Payne hat es dann doch nicht mehr gereicht. Was schade ist. Naja. So, hallo Kadabra. Mit einer Stärke bist du gleich hinüber. Kadabra ist ja total anfällig für physische Attacken. Und ein Natu. Oh, 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 ein Natu. Starkes Pokémon. Auf jeden Fall sollte man viel Respekt davor haben. Alter, der Kopfhörer knackt, das ist scheiße. Das ist komisch. I lost noch was. So, das ist das Ding. Da sollten wir noch nicht durch, haben wir gelernt. Wenn man dann unten bei diesem Typen landet. Ich habe Angst vor diesem Typen. So, Rucksack. Was haben wir hier so Schönes? Guck mal hier, Sprudel. Einmal für Kitsune. Und dann Pokémon. Zigzagon. Item. Take. Und ein Superball. The rich atmosphere of the mountain has elevated my psychic power. A mere child like you? You dream of winning? Ja, eigentlich schon. Why have you come here? Aus Prinzip, weil ich trainieren wollte. Ist ganz einfach. William und Gabrielle. Trasler und Ineko. Stärke und Flammenwurf.
Das ist eine sehr große Herausforderung. Trasla und Ineko sind zwei sehr starke Pokémon. Oh, noch ein Trasla. Oh. Ich weiß nicht, ob das so gut wird. Das könnte nämlich echt gefährlich werden. Oh, ein Pfiffchen. Die Gegner werden nicht besser. Der Kampf ist Herausforderung pur. Ich hab schon so ein bisschen Angst. Kirlia, ja, ein bisschen stärker zumindest als Traslas. Pfiffchen, ja, wahrscheinlich kommt jetzt wieder irgend so ein blödes Vieh. Ach, gleich nachdem Kitsune noch ein Level gestiegen ist. Das ist ja schön. Wahrscheinlich Zickzack, ja, war klar. Stärke und Flammenwurf. Das heißt, wir haben jetzt gleich die zweite Ebene des Pyrobergs geschafft. Und das ist das Gute. Boah, ich hoffe, die Halsschmerzen gehen bald wieder weg. I drown in my self-pity. That was amazing. How are you a very special trainer. I would like to see a Pokémon when they grow up some more. Please, I need to see a Pokénev. Okay, Gabriel. Ich dachte, der andere ist Gabriel. So, Halation. Hallo, was hast du für Pokémon? Ich komm mal gucken, ob das vielleicht mit Gezäune klappt. Wenn nicht, muss ich wechseln. I love all things horrifying. It's like a disease. When I'm here, I shiver with fear. Hexe. Tascha. Mit ihrem Choupé. Auch ganz schön stark. Mal gucken. Flammenwurf. Ja, super. Was war das? Ach, das war Groll, glaube ich. Groll müsste es heißen. Wir können halt jetzt nur Flammenwurf einsetzen. Wir haben nichts anderes. Sonst haben wir nur Normalattacken. Und normal ist nicht so gut. Losing, I dislike. Daumen runter, Buu. Du bist schlecht. Cool, das nächste geschafft. Und hier ist ein Kampfheinz. Teacher, please watch over my progress. Gut. Dein Lehrer macht es sicher. Atsushi. So, Flammenwurf. Ach, Mogellieb. Ach, leck mich mit deinem komischen... Oh, du bist ganz schön stark. Wenn selbst so ein schwacher Attack wie Mogellieb so viel abzieht, dann sollte ich vielleicht doch eher auf mein Surf wechseln. Knock off? Ja, ja. Mach ruhig, mach ruhig. Hab nichts dagegen. So, kritischer Treffer sogar, cool. Teacher, please forgive me. Pfiff, wenn du verlierst. Hättest du nicht verloren, hättest du deinen Lehrer nicht um Vergebung fragen müssen. So, Zickzack hat wieder was für uns. Einen Schutz, endlich. When I'm here, a curious power flows into me. Having lost your bearings, have no fear for I am here. Ich hab keine Angst. Selbst wenn du nicht da wärst, hätte ich keine Angst. Valerie und Cedric. So, Beerus und Wayne Janelle. So, Kitsune muss das übernehmen. Nee, ach, scheiße. Ja, ja, Finte. Schlechte Wahl, aber gut. Wer bin ich, dass ich sowas zu entscheiden habe?
Gut gemacht, Bodyguard, das nützt dir viel. Doch, doch, schon, das war eine sehr weise Entscheidung. Flammenwurf. Zobiris ist weg. Und nur noch wohin, genau. Steht auf dem Feld. Oh, 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 oh. Tschüss, Kinoko. Na gut, überzeugt. Hallo, Surf. So, du machst Flammenwurf, du machst Aerial Ace. Dann müsste sich das gegessen haben. Tschüss. Hässliches Vieh. Klopft einfach mein Kinoko um. So, Level 35. Level 40 werde ich es dann entwickeln. Oder Level 42. Ich glaube, es erlernt nämlich noch was. The power is ebbing away. Ich kann das ja mal recherchieren. Weren't you lost? Das ist, glaube ich, eine gute Idee. I lost the match, but I have this little ability. Without ever laying my hands on your Pokénet. Ja. Gut, das Geräusch, das ich jetzt gemacht habe, war ein bisschen merkwürdig, aber so. Spukball oder Schattenball. Schlecht übersetzt. So, einmal hier runter. Einmal das hier mitnehmen, ein Lachs. Lachs in Saints. Jetzt weiß ich nicht, was richtig war oben. War klar. Also nochmal nach oben. Also nochmal nach oben rennen. Die Speedschuhe auspacken, dann geht das schon. Ah. Ja, ja, Schutz hat aufgehört. Bin ich aber traurig. Müssen wir noch einen einsetzen, so ist es nicht. Ich hätte mir eigentlich denken können, dass es unten ist. Aber jetzt ist es sowieso zu spät. So, noch ein Sea Incense. Ein Wellenrauch. Oder ein Seerauch. Damit hätte man dann den Pyroberg geschafft, ne? Wollte ich nochmal klarstellen. Der Pyroberg ist jetzt Geschichte. Das war's. Jetzt können wir uns wieder an den schönen Dingen des Lebens erfreuen, wie den Routen. Aber ich will erstmal. Route gesagt, aber ich will erstmal zurück nach Segras Ulp City und mich heilen. Das ist strategogatisch besser, wenn wir uns heilen. Ja, hello and welcome to the Poké Center. Okay, I will take your Pokémon for a few seconds. Doop, 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 doop. We hope to see you again. Dum, bum, 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 badadum, bum, bum, bum. Ach ja, ich habe ja noch das langsame Fahrrad. Ja, ja, Schutz hat aufgehört. Ich bin aber auch ein Depp, hä? Fahre ich in dieses Gras rein? Ah, ach, nicht Pokémon. Ich sollte wieder mit dem Pfeiltasten und nicht mit dem Joystick spielen. Jetzt muss ich mich mal richtig hinsetzen. Dann geht das Ganze auch schon besser. Warum setze ich eigentlich keinen Schutz ein? Hat doch gerade aufgehört und ich halte es nicht für eine gute Idee, wieder Schutz einzusetzen. Ich bin manchmal so ein bisschen, naja, ist schon. Hui, a wheelie, yay. Naja, the water's died in deep blue, freue ich mich. Naja, Schutz hat wieder aufgehört. Einmal Beeren für uns und nochmal Gigasauger. So, Fragia-Beeren und Citru-Beeren. Und Pirsif-Beeren. Ja, Pirsif-Beere. Pitcher-Berries. I love Grass-type Pokémon. Do you have any Grass-type Pokémon? Oh, you like Grass-type Pokémon too, don't you? I'm so happy you can have this. It's a token of your friendship. So, Gigasauger. I check trees with my Grass-type Pokémon. I'm like a tree doctor.
Sag doch noch tausendmal Grass-Type-Pokémon. So, hier unten einmal einen Sonderbonbon. Und da oben gibt es irgendeinen Typ mit einem Lunastein, wenn ich mich recht entsinne, und einem Sonnenfehl. Being a psychic is about willpower. I've willed myself not to lose to anyone. That makes me strong. Red dich nur raus, du wirst sowieso verlieren. Cameroon. Sonnenfehl, doch nicht Lunastein. Gut, dass Kitsune trotzdem eine schlechte Wahl. Hallihallo, Kinoko. Ich hätte bitte gern mal ihren Himmelhieb gesehen. Oh Gott, scheiße. Echt? Ich dachte, das wäre stärker. Egal. Ist doch sogar gut, dass das nicht so gut war. Tschüss, Sonnenfehl. I feel sad. Naja. I sense it. You and I shall battle again. I can't tell if I'll win through. Let's see a Pokénef. Oder Tough, ich weiß es nicht. Irgend so ein Wort halt. Irgend so ein englisches Wort. I'm laying a mesh and the trainer has landed in my trap. I just bought this parasol. My cuteness should be up by a third. Jonas und Kaylee. Nee, ich lach nur über Jonas, weil es passt. Keine Sorge. So, Flammenwurf, Sky Uppercut. Tschüss vor Meo. Und das dumme Koffing. Wir könnten ja Günther holen. Wenn ich weiß, von was ich rede, ja, guckt, I wanna be the tribute. Ja, super. Gut gemacht, Kitsune. If you don't lose, how I'm supposed to have fun playing ninja? You're better than me by about 5 times. Hast du recht. Das Item will ich. Ein AP-Up, das ist sehr schön. Also ein PP-Up. Da ist Öl drinne. Gott, war das schlecht. So, das kann geschneiden werden. So, hier habe ich zwei Trainer, die sich wünschen, gegen mich zu kämpfen. Mount Pyre, where the spirits of Pokémon sleep. Will your Pokémon sleep? Nein, eigentlich nicht. When there are no trainers around, I let my Pokémon battle each other. I watch them. Machst du richtig. Gegen wen kämpfen wir? Kindra und Ed. Sengo und Zwirlicht. Es ist kein Geheimnis, wer wen angreifen wird. Tschüss, Sengo. Und er wird dann wahrscheinlich noch Vipitis haben. So wie ich Pokémon-Züchter kenne. Oh, wer hätte es erwartet? Das ist mal was ganz Neues. So, komm, aber das Zwirrlicht ist doch jetzt weg. Nicht? Gut, halt nicht. Ist mir auch egal. Los, stärker auf Vipitis. Jop, tschüss Vipitis. Ed ist schon mal besiegt. Jetzt nur noch die Hexe. Deren Namen ich vergessen habe, weil ich Alzheimer habe. Flammenwurf. Weicht manchmal ist meine Auffassungsgabe so groß wie die einer Eintagsfliege. Also das ist nicht das Beste. So, noch ein Choupé. Richtig, das hatte ich mir schon so gedacht. Flammenwurf und einmal Mega Drain. Mega Sauger. Ja, zumindest ist Kinoko jetzt wieder voll, das ist gut. Und Choupé ist besiegt. Die Hexe ist Kindra. Ja. Overflowing with vitality. I can't offline your Pokémon.
So, was gibt es denn hier noch so? Ich möchte da noch nicht runterspringen. Sondern erstmal mich umgucken. So, hier gibt es nämlich noch zwei Bären. Zwei Yonago-Bären, also vier Yonago-Bären. Und wenn wir die gesammelt haben, dann machen wir erstmal eine Aufnahmepause, würde ich sagen. Weil es ist schon wieder, die Zeit ist schon wieder fortgeschritten. Also, bis zur nächsten Folge, Freunde. Ciao!